Ja, hi Leute, nachdem ich euch das letzte Mal, die letzten Male Folien für das Display gezeigt habe, habe ich hier von Artifolix auch mal eine Dekofolie, die ist in Soft Silbergrau und die ist für die Rückseite und da hat Artifolix verschiedene Folien im Angebot und ich habe jetzt testweise einfach mal die Silbergraue zugeschickt bekommen. Das ist natürlich ideal für alle Leute, die ihr Gerät umdekorieren wollen oder auch die Rückseite irgendwie schützen wollen. Und hier ist der große Vorteil, ihr müsst das zwar reinigen, aber es muss nicht komplett staubfrei sein, weil sie bedeckt ja alles. Und die werde ich jetzt einfach mal montieren. Als erstes sollte hier wahrscheinlich mal die mittlere Reihe abgezogen werden, glaube ich, aber das geht so nicht. Wir ziehen einfach mal hier die Schutzfolie in der Mitte ab. Kleine hier. Ja, die sind jetzt komplett samt Klebeschicht. Hier ist noch Papier drunter. Klebeschicht ist irgendwie dazwischen. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal hier. Ist ein wenig fummelig. So. Na, das Ganze ist hier auf der Innenseite etwas gemustert. Das Gute ist, da man natürlich Klebeschicht hier nicht so leicht beschädigen kann, kann man das auch so mit den Fingern machen und das Ganze jetzt vorsichtig auflegen. Orientiert euch am besten an der LED und der Aussparung hier. Und dann streicht das vorsichtig aus. Ihr könnt dazu auch das beiliegende Kärtchen nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal die Finger. Besonders die Ecken sind etwas knifflig. Das Ganze sich ja natürlich da wölben muss irgendwie. Den Ecken muss man halt entsprechend etwas mehr ausstreichen. So, was schon auffällt, die Rückseite ist dann nicht mehr zu lesen. Ist klar, die Folie ist ja nicht durchsichtig. Aufpassen, dass keine dicken Krümel unter der Folie hier sind. Hier in dem Fall durch ein klein bisschen. Also Staubfreiheit nicht ganz so zwingend, aber man sollte aufpassen, dass da nicht irgendwas doch mal auf das Gerät flattert, wenn man die Folie montiert. So, und jetzt haben wir ein schwarz-weiß-silbergraues Gehäuse. Ja, sieht besser aus, als ich gedacht hatte. Also eigentlich dachte ich mir, das ist schade, weil es schön weiß ist eigentlich, aber hat was. Das Ganze ist jetzt vom Feeling her etwas matt, papiermäßig würde ich sagen. Und es, ja, es fühlt sich nicht mehr so glitschig an wie vorher. Allerdings rutscht es trotzdem etwas mehr, würde ich sagen. Vorher hat die Rückseite etwas mehr gehaftet, weil sie eben so glatt war. Und jetzt ist sie etwas rauer und haftet nicht mehr so. Und ist halt so ein bisschen mehr wie Papier. Ja, wer also mag, kann mit diesen Artifolix-Folien auch sein Gerät ein wenig umdekorieren. Und es gibt sie in verschiedenen Designs und Farben. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier einmal die silbergraue. Vielleicht findet ihr ja da was Passendes. Haltbarkeit wird sich zeigen, werde ich im Beitrag dann ergänzen. Also unter dem Video ist der Beitrag verlinkt. Ich muss schon mal sagen, die Ecken sind etwas knifflig. Hier löst sich das noch ein bisschen. Aber nach etwas randrücken sollte es dann auch bleiben. Und bei den anderen Ecken tut es das auch. Ja, im Großen und Ganzen sehr praktisch, sehr nette Idee und erhält den Wert natürlich auch der Rückseite, wenn man es immer so liegen hat, dass es nicht zerkratzt oder so. Von daher könnte man sagen, ist eine Empfehlung, wenn einem die Farben gefallen. Bis zum nächsten Video erstmal und weitere Infos findet ihr zu der Folie hier im verlinkten Beitrag.